Hallihallo und Hallöchen und herzlich willkommen hier zur Dickkopf Show. Ich bin Jona und. Ich bin Joshua und das ist Jona. Moin. Und wir beide sind die Moderatoren der heutigen Folge. Genau. Da muss sogar der Kameramann hinter der Kamera lachen. Ja, schön. Wenn wir sind hier, wir sind bereit und wir stellen euch heute drei Comics vor. Und Joshua fängt direkt an, ne? Genau, und zwar starte ich nämlich mit einem Sonderband zu einem neuen Event im Hause Marvel. Und dieses Event scheint wohl ein sehr großes und sehr spezielles Event zu sein, weil schon sehr viele Kritiker im US-amerikanischen Bereich das sehr groß gelobt haben. Es handelt sich hierbei um AXE, Tag der Entscheidung. Und und so heißt auch das Event. Und bei diesem Band hat man jetzt praktisch noch den Titel Sonderband dazu geklatscht und den Titel Tod allen Mutanten. Und ja, das beschreibt es auch relativ gut schon, denn hier heißt es Eternals vs. X-Men. Und bei den Eternals sind nicht alle gemeint, sondern eigentlich nur einer, und zwar Druk. Der hat aber die anderen Eternals unter Kontrolle. Und macht jetzt den X-Men und allen anderen eine klare Ansage, denn er möchte sämtliche Mutanten töten. Eine klare Kampfansage, und dafür hat er eine sehr starke Waffe, und zwar ist das Uranus. Also, Planet. Nein, das ist ein Wesen, was ebenfalls sehr, sehr, sehr mächtig ist. Heißt genauso wie der Planet, ist es aber nicht, und den hat Druk unter Kontrolle und nutzt ihn als Waffe. Und als erstes wird auch eine Mars-Siedlung mit Mutanten vernichtet und so. Und das Ganze wird immer stärker. Und ja, für unsere Superhelden ist natürlich klar, das können wir nicht zulassen. Sowohl die Superhelden-Mutanten als auch alle anderen Mutanten, die keine Superhelden sind, müssen geschützt werden. Deswegen legen sich unter anderem die Deviants und die Avengers zusammen und überlegen sich, wie können sie eine möglichst gleich starke Waffe schaffen. Und da bewegen wir uns jetzt wieder in Richtung Celestials, die dort soll nämlich einer wiedererweckt werden, und das bedeutet Krieg. Und manch einem schmeckt das nicht unbedingt, aber ist nicht schön, ne? Es ist ja, es gibt keine andere Aussicht, dass man praktisch die Mutanten retten kann. Und das ist ein sehr starker Auftakt, finde ich, für ein Event, weil es scheint wirklich alle gegen alle zu sein. Denn diese neue Waffe von den Deviants und den Avengers spielt nicht so ganz mit und möchte eigentlich selber so Weltherrschaft und so. Das heißt, jetzt haben sie noch eine dritte Partei in diesem Konflikt mit drin, und ich glaube, das wird richtig geil. Wird sich auch durch mehrere Comic-Serien aus dem Hause Marvel durchziehen, also da können wir alle sehr gespannt sein. Autor ist Star-Autor Kieran Gillen, und dieser wurde unterstützt von der Autorin Alicia Wong. Und als Zeichner haben wir ein Trio, und zwar Federico Vicentini, Giulio Villanova und Francesco Mobili, die insgesamt auf 204 Seiten für nur 25 € gekommen sind. Genau. Wichtig ist Sonderband und Einzelband. Ja, und jetzt kommen wir zu der aktuellen Nightwing-Reihe. Da springen wir nämlich vom Marvel-Universum hin zum DC-Universum, und zwar direkt zur Nummer 4 der aktuellen Nightwing-Reihe, wie ich ja schon gesagt habe. Und dieser Band heißt Das Herz von Bloodhaven. So. Bloodhaven sollte ja jeder Nightwing-Liebhaber bzw. Personen, die im Gotham-Universum unterwegs sind, halt wissen, das ist so die Heimatstadt von Nightwing, alias Dick Grayson. Und dieser will eben seine Heimatstadt zu einer Art Oase machen, bzw. zu einem Ort, wo es kein Verbrechen gibt, wo es keinen Scheiß gibt, sage ich jetzt mal. Und ja, deshalb schafft er mit einer Spende, bzw. errichtet er das Ganze, ein Projekt namens Haven, also Hafen auf Deutsch. Und dieses soll ein Zuhause für die Armen bzw. für hoffnungslose Menschen bilden, eben für Leute, die in der Stadt wohnen. Und ja, das Problem ist, das läuft an sich ganz gut an, das ist ja an sich auch wirklich gut, aber das finden alle nicht alle so gut. Zum Beispiel der Top-Gangster in der Stadt Blockbuster hat da was dagegen, und da er die korrupte Polizei auf seiner Seite hat, startet er erstmal direkt eine Vandalismusaktion gegen eben diese Haven-Gebäude.
Und ja, deshalb müssen Oracle und Nightwing eingreifen. Und sie schaffen es tatsächlich, die Täter zu identifizieren, beziehungsweise auch Videobeweismaterial zu sichern, weil die Überwachungskameras waren auf zufällige Weise zu dem Zeitpunkt gerade ausgeschaltet. Ne? Deshalb musste man eben eigenes Videobeweismaterial sichern. Und es ist jetzt so, die Polizei griff halt eben gegen Haven-Bewohner durch und wollte diese auch schikanieren. Und eben dieses Material verhindert das Ganze. Und da ist Blockbuster erstmal nicht so wirklich erfreut drüber, weshalb er jetzt seinen Plan nochmal auf eine neue Stufe hebt. Und zwar schließt er sich mit dem Söldner Heartless, also herzlos auf Deutsch, zusammen. Und diese beiden haben nun das Ziel, Nightwing zu töten und eben das Projekt Haven endgültig dem Erdboden gleich zu machen. Wie das Ganze ausgeht, das erfahrt ihr in diesem Band. Die Story stammt von dem berühmten Autor Tom Taylor. Dann haben wir Zeichner wie Bruno Redondo und Geraldo Borges. Und insgesamt haben wir 132 Seiten für nur 16 Euro. Genau. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Band der heutigen Folge. Und zwar DC Shocker, das Haus am See 2. Das ist die finale Ausgabe von dieser Miniserie. Genau, es ist aus dem DC Black Label, also wieder etwas Düsteres, Mysteriöses. Finde ich immer eigentlich sehr, sehr klasse. Habe ich ja schon häufig erwähnt, dass ich dieses Label sehr, sehr feier. Genau, das Haus am See, Teil 1 haben wir auch schon rezensiert, da könnt ihr einfach mal reinschauen. Und ja, vom Prinzip her haben wir 10 Personen, die eingeschlossen, na, was heißt eingeschlossen, aber die sich in einem Haus befinden, einem sehr schönen Haus am See. Vom Prinzip her total idyllische Landschaft, echt toll, wie man sich das so aus dem Bilderbuch vorstellt, nur Problem ist, es sind die letzten 10 Menschen, die auf der Erde leben. Das liegt darin, dass Außerirdische die Menschheit ausgelöscht haben. Und jetzt fragt man sich, wieso diese 10 das überlebt haben. Das wissen sie selber nicht so genau. Sie befinden sich in einem Haus, was von ihrem Freund Walter gehört. Und Walter ist aber nicht vor Ort, hat aber einiges an Rätseln und Fragen zurückgelassen. Wenn Walter nicht vor Ort ist, dann wird er wohl tot sein, ne? Wenn die letzten 10 sind. Dann... Ja, genau. Und ja, also das Ganze wird immer drastischer, weil denen immer mehr klar wird, die sind hier nicht in irgendeiner Freizeit, sondern das ist vielleicht sogar eine Art Gefängnis und es geht ums pure Überleben. Und dann gibt es natürlich auch das erste Blut, das vergossen wird und ganz viel Drama drumherum. Es werden auf einmal Sachen aufgedeckt, auch über ihren Freund Walter und so. Und ich finde das ganz gut gemacht, weil man mit vielen Sachen halt auch nicht rechnet. Also es ist manches halt gar nicht so eindeutig, wie man es häufig so hat, dass man schon von vornherein weiß, der und der hat das und das am Stecken. Das finde ich eigentlich sehr gut gemacht. Wie so ein bisschen wie so ein Crime-Dinner fand ich das. Genau. Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, ist es jetzt nur ein Albtraum oder ist es Wirklichkeit? Genau. Das Ganze wurde von dem Star-Autor James Tynion geschrieben und gezeichnet wurde diese finale Ausgabe von Alvaro Martinez Bueno, die insgesamt auf 196 Seiten gekommen sind für nur 25 Euro. Kann ich nur empfehlen, Band 1 dazu, dann habt ihr gleich beide zusammen im Regal. Sehr empfehlenswert. Genau, und was auch empfehlenswert ist, ist natürlich auch diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen, lesen oder hören wollt, dann schaut doch einfach mal bei dico.de vorbei mit Doppel-K und Doppel-P. Ansonsten könnt ihr gerne alles liken und uns natürlich auch abonnieren, plus die Glocke aktivieren und uns jederzeit einen Kommentar über das Kommentarfeld oder auch an unsere E-Mail-Adresse info@dico.de schicken, ebenfalls mit Doppel-K. Ansonsten wünschen wir euch alles, alles Gute, bleibt gesund und man sieht sich demnächst wieder. Tschüss. Ciao.